Hallo und willkommen zurück bei Maneater und mir, den kleinen Bruce. Gut, ich bin jetzt erstmal dabei, wieder dahin zu schwimmen, um Rache an die blöden Krokodilen zu nehmen. Mittlerweile ist es hier Tag geworden. Wahrscheinlich, weil ich einmal gestorben bin. Ah, ohne Witz, wo kam auf einmal das zweite Krokodil her? Ohne verstehen. Nee, nicht das zweite. Das dritte. Das war ja ein drittes Krokodil auf einmal. Schon würde ich, ob die da irgendwie respawnen. Jetzt müssen wir erstmal wieder. Ob das wehtat? Ich hoffe nicht. Der kleine Bruce darf keinen Schmerz spüren. So. Müssen wir erstmal hier die Aufgaben bewältigen. Ich muss doch erstmal wieder durch den Tunnel, der sich ja hier befindet. Auch noch 5 Zackenbarsche. Noch wieder zwei. Ich glaube, das ist die Aufgabe, dass man Barracuda ist hier auch noch. Oh. Wie viele Barsche brauche ich noch? Boah, ein noch. Zackenbarsche haben sich in der Nähe der ausgedienten nuklearen Kühltürme niedergelassen. Eine tolle Gelegenheit für den Hai, um auszuprobieren, ob Gammastrahlen wirklich Superkräfte verleihen. Okay. Boah, sind sie mir echt hierhin gefolgt? Die Schweine. Bin ich hier runtergeschwommen, um zu sehen, was hier ist. Kann ich hier nur mal in Ruhe gucken. Da geht's weiter. Puh. Ein Barracuda nehme ich gerne mit. Der Golf ist voller fremder und ebenso bekannter Lebewesen. Na, komm schon. Ich habe gar keine Angst vor euch. Der Bullenhai entdeckt die schimmernden Schuppen des Barracudas. Der Appetit dieses Hais ist fast unersättlich. Allerdings. Bruce kennt kein Limit. Wo bist du denn der? Ach, du bist der. Ich hab schon gefragt, wo du bist. Mir einfach rum, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ah, okay. Ach komm schon. Müssen wir das wirklich diskutieren hier? Wo bist du? Da bist du. Anscheinend mussten wir es extra noch diskutieren. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin von... Von wo bin ich gekommen? Ich meine, ich bin von da gekommen. Also ich könnte auch noch dahin schwimmen. Was haben wir denn hier? Deck hier aber auch viele Kisten. Der Bullenhai kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Größere Maximalgrößen, okay.
Der Krokodil! Was ein Alligator. Gesichtigen Meereschenfressern zu verkumpeln. Nein, ich werde jetzt nicht schon wieder sterben. Du Sau. Wie mache ich das jetzt am besten? Oh Gott, Sammy. Was muss man, Kleiner? Jetzt hab dich nicht so. Du dienst jetzt einfach nur einen größeren Zweck. So, ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Punkten machen soll. Hier ist Ende. Ich kann hier noch nach oben. Was haben wir denn oben? Nichts. Okay. Dann wieder abtauchen. So. Und wieder zurück. Wo haben wir denn da? Mal gucken, was haben wir denn für die nächste Aufgabe noch? Wir haben... Hoch zum Verteilen. Verteiler. Gut, machen wir die doch mal. Aber ich konnte ja auch, glaube ich, noch nach unten, ne? Ich glaube, ich schwimme hier nochmal nach unten, wenn ich schon dabei bin. Dead Horse Erbstücke. Komme ich da hin? Hier kann man sich ja schon leicht verlaufen, muss ich ja sagen. Der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Ich muss aber auch sagen, der Sprecher hat sich jetzt so, glaube ich, bis jetzt kein einziges Mal wiederholt. Ich hatte mich wundert ja überhaupt, dass es komplett verdeutscht worden ist. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich finde das immer besser, wenn sich auch manche Gedanken machen und das Spiel komplett auf Deutsch machen wollen. Allerdings kann ich mich nicht mit den Sachen zufriedenstellen. Moment. Nee, das ist schon richtig. Ja, das ist richtig. Ich kann mich mit den Sachen nicht zufriedenstellen, wenn sie... Gut, Englisch kann ich zwar, aber die ganze Zeit auf Englisch zu hören und dann auf japanischen Untertitel noch zu lesen. Umgekehrt. Japanisch zu hören und mit englischen Untertiteln zu lesen, geht schon leicht auf die Substanz. Und ich habe das Gefühl, ich schwimme falsch. Wo bin ich denn jetzt? Da. Und das ist der Ausgang. Schon gerade zurück, kann das sein? Ja. Muss mal erstmal gucken, wie ich hier rauskomme, wieder aus dem Irrgarten. Komm hier runter. Hier hin, so, jetzt da hoch. Ja, jetzt.
mal einen Fisch noch wegschnabulieren. Und dann auf zur nächsten Aufgabe. Bruce hat immer noch die Aufgabe, seine Mutter zu rächen. Ob er überhaupt so weit denken kann? Ja gut. Er hat eine Evolution vor sich. Das ist ein Witz. Wie soll Zackenbärsche fressen? Alter, wie viele Gegner sind denn hier? Barracuda, Alligatoren. Gib mir doch mal bitte alles. Nein! Oh Gott. Den Barracuda wollte ich. Meine Güte, sind da viele. Meine Güte. Wochenwälz. Oh, noch ein Wels. Oh. Vielleicht nehme ich auch noch die Schildkröte. Puh. Ja, das kann was werden. Entweder nehme ich die alle auseinander oder ich versuche es nach und nach. Komm her. Wo bist du? So, dich hätten wir. Noch ein Barracuda, noch ein Alligator. Das sind aber auch viele Barracudas. Freue ich mich auf den Tag, wo mir die Alligatoren nichts mehr anhaben können. Unfair, die greifen sich untereinander nicht an. Der Barracudas könnte man als richtig rohrförmig beschreiben. Das ist schrecklich. Wer das geschrieben hat, der sollte sich schämen. So. Wie gefällt euch das? Wenn ich euch gegeneinander. Na komm her. Naja. Geht ihr mir auf die Nerven? So, wo bist du? Ach komm schon. Nee, dich will ich jetzt. So. Meine Güte. So, wir sind Zackenbarsche da.
Dich will ich jetzt. Und dich will ich jetzt. Oh, und ich brauche noch einen. Aufgabe wäre auch geschafft. Oh. Ach, da drin. Dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Ich finde ihn sympathisch. Also, wo ist das Ziel? Man muss schnell genug sein, um dem brutalen Hieb des Barracudas auszuweichen. Nichts wie weg erstmal hier. Wo ist denn... Moment. Da. Da ist die Stelle zum Hochspringen. Das heißt, sie da will ich jetzt immer... Oder nicht? Hä? Moment. Da war die Stelle. Und wieder free. Freddy. Mist. Alle gute Dinge sind jetzt. Nicht drei. Mein Gott. So. Jetzt sind wir mit voller Konzentration. Was macht er denn da? So. Sollte man einfach nur besser zielen. Frisst 10 Menschen. Alpino-Alligator? Level 13. Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück. Ja, denn es ist meine Grotte. So, habe ich denn noch nichts wieder Neues erlernt? Ich kann es verbessern. Machen wir das doch mal. Hätte so viele Punkte, ich könnte es nochmal verbessern. Organo, Schwanz. Ich kann den Schwanz upgraden. So, dann wollen wir mal. Wow. Was ist denn grün? Oh, falsche Taste jetzt gedrückt. Alter! Ist mit dir? Wo bist du? Du landest jetzt in meinem Bauch. Dich fresse ich jetzt. Einfach nur, weil du ein Albino bist. Und weil du grün leuchtest. Da war doch noch ein Albino. Alligator, oder? Bevor du mich jetzt angreifst. Oh, komm her. Komm her. Nee, so haben wir jetzt nicht gewettet. Wo bist du? Da. Schön zu hoch. Greift der Barracuda oft schnell an. Ja, hat ihn aber nichts genützt. Wo ist der? War doch jetzt... Alligator. Was du? Nee.
Fragezeichen, die Fragezeichen. Polizeibehörden einen Streit um Zuständigkeit schlichten, bleiben diese beiden eine beliebte Attraktion für selfie-süchtige Schnorchler. Er war doch gerade ein Albino-Alligator, oder habe ich einfach so überlesen? Was ist denn da oben? Wow. So weit hoch, so weit kann ich noch nicht springen. Muskel, Alligator. Nee. Oh, eine Kiste. Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Macht sogar ordentlich Schaden, muss ich sagen. Was man dann auch bewirken kann. Bist du der Albino? Der Alligator, Alligator. Ah, Bruder. Da ist der. Ich will dich fressen. Dich will ich mampfen. Aber alleine. Ohne Hilfe. Bierflaschen. Oh. Meine Güte. So. Fressen, damit ich den Albino-Alligator erlegen kann. Wollte es so. Du hast mich nicht deinen Albino-Kollegen fressen lassen. Punkt. Wo ist der jetzt eigentlich? Ich wollte den Albino-Alligator fressen. Barracuda, Alligator. Schiff. Ah, naja, er kommt schon wieder. Fresse ich jetzt erstmal Menschen, die ersten menschlichen Opfer. Was sind die denn? Sind die da oben? Oh Gott, das wird ja schwierig. Sie von unten. Ah.
Ja, super. Da kann er jetzt hochspringen, ne? Aber gerade ging es nicht. Zeit für dich. Ja, ihr dachtet, ihr könntet nur Wasser leben, haben Haie Probleme beim Atmen an Land. Ach. Mein Gott, du blöder Barracuda. Nee, dich ruhig mir jetzt. So hoch springen kann ich doch noch gar nicht. Nur ein kleiner Hai. Nur aus dem Team. Da kreischt doch nicht so. Will ich doch nur einverleiben. Luft. Gibt da verschiedene Wege, die jetzt zu mampfen. Entweder ich springe von oben rum. Ach Mist. Doch nicht so, Mensch. Braucht, glaube ich, mal Anlauf. So, Moment. Ach. Ach, Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Der Strand. Selbst ein Hai wird in die Bikini-ist-Pflicht-Mentalität versetzt, wenn er kurz die frische Meeresbrise riecht. Ich muss hier an Land, wenn ich die fressen will. Na dann. Ich werde bestimmt mal tot sein, wenn ich das jetzt so mache. Erforderlich älteres Tier. Hm. Ach, diese Aufgabe. Wo bist du? Da. Ich will doch nur euch essen. Oh, das gibt's doch nicht. Alter, diese blöden Boote. Dann kann ich sie jetzt kaputt machen. Oh, das gibt's doch nicht. Mensch, ich will doch nur die Aufgabe erfüllen. Ach, da muss ich halt wieder an Land gehen. Schnell, schnell, schnell.
verbitterten Fäden und halblegalen Pläne, schnell reich zu werden, vertagt, machen sich die Haifischjäger an die Arbeit. So. Ich bin quasi ein Stammgast bei Flamingo Joe's. Das heißt, es sei eine Touristenfalle, aber es ist der einzige Ort, an dem ich bedient werde. Und an dem man einen anständigen Sazerac bekommt. Gut, aber die Menschen konnten wir erfolgreich einverleiben. Da ist noch was. Ach, das ist an Land. Oder? Nee, es ist nicht am Land. Das holen wir uns noch. Und dann. Oh. Die Bedrohung unserer Ozeane scheint überwältigend. Doch wenn wir jetzt zusammenarbeiten, könnten wir es schaffen, dass zukünftige Generationen immer einen Ort für die Entsorgung ihrer Reifen haben. So. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder. Und ich wünsche euch neigt sich dem Ende zu. Okay. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wenn es wieder heißt, Blues muss wachsen. Bis dahin. Sag erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Maneater.